Servus und hallo in Elite. Tja, immer noch am Waffentesten und Targoiden kämpfen. Aber das ist jetzt soweit geklärt. Jetzt habe ich das Überschiff zusammengebastelt mit den neuen Waffen, die da rausgekommen sind. Die kann man ja jetzt kaufen bei diesen Rescue-Mega-Schiffen, die in der Galaxiskarte diese grüne Markierung an sich haben, wenn man das einschaltet. Ja, die sieht man ja dann in der Gala-Karte. Diese grünen Schiffe da. Da war ich bei dem hier. In Canavas. Und ist ja der naheste zu meinem Standort momentan. Und da habe ich mir die neuen Waffen gekauft. Die sind nicht gerade billig. Kosten die 3er-Variante für den L-Hardpoint. Die kostet 4,4 Millionen und die kleinere Variante, die 2E für den M Hardpoint, kostet 2,9 Millionen. Sowas meine ich in der Art, ja. Naja, aber die Ausgabe, die lohnt sich jetzt. Das Schiff sieht jetzt so aus. Das sind jetzt wieder Turmwaffen, aber die taugen jetzt wenigstens was. Muss man sagen, die taugen was. Die sind ein bisschen höher im Schaden. Die haben einen Punkt Schaden mehr gekriegt. Und zwei Punkte Schaden pro Sekunde mehr. Aber das allein macht es nicht aus. Das Schusstempo, das wurde erhöht von 1600 auf 4000 Meter pro Sekunde. Das ist natürlich ein Riesensprung. Und von daher sind die wahrscheinlich jetzt so gut. Also die sind über die Dinge. Jetzt habe ich diese verbesserten AX-Mehrfachgeschütze drin. Da passt ja hier in den L-Slot, in den großen, der eine 3D rein. Und dann eben hier drei Stück 2E. Mein Strahlenlaser, der hat auch guten Nutzen gebracht. Und die optimierte Raketenrampe habe ich drin gelassen. Die habe ich jetzt gar nicht mehr gebraucht, die Raketen. Das hat ein paar Sekunden gedauert und da war komplett die Höhle vom Scout weggeschossen. Also das ist schon eine Welt, ist das hier mit diesen neuen Waffen. Wie gesagt, die gibt es bei diesen Megaschiffen da. Bei den Rescue-Megaschiffen. Ja, so hat er also jetzt diese Waffen drin. Ansonsten habe ich hier den Xenox-Scanner, den braucht man ja. Sonst sieht man unten in diesem Kreis, wo dann der Feind dargestellt wird, sieht man seine Hülle nicht und sieht nichts Vernünftiges. Dafür braucht man dann den Xenoscanner. Das Punktverteidigungsgeschütz hat mir viel geholfen. Das hat eine ganze Menge kaustische Raketen abgeschossen. Kühlkörperwerfer habe ich überhaupt nicht gebraucht, wegen diesem Laser, der ja hier eben durch die Modifikation, die er hat, die thermische Entlastung und eben die große Reichweite, das schon ganz schön runterkühlt. Wenn der länger auf dem Feind bleibt, sieht man richtig, wie die Temperatur runtergeht, wenn man den Feind länger trifft. Ja, von daher habe ich den Kühlkörper gar nicht gebraucht. Da könnte man sich überlegen, ob man da nicht jetzt einen Schildbooster einbaut. Und dann den Abschaltfeldneutralisator, den habe ich jetzt auch nicht gebraucht, weil jetzt ist mir komischerweise kein Dickschiff mehr begegnet. Dann die leichte Legierung, Kraftwerk, Schubdüsen wie eh und je. Die Lebenserhaltung habe ich geändert auf Leichtgewicht. Damit ist das Boosten ist erhöht und auch die Agilität hier. Das Nicken, Rollen, Gieren, das ist nochmal verbessert. Also der ist dann noch ein bisschen beweglicher, noch beweglicher als er sowieso ist und er boostet noch ein bisschen schneller. Energieverteiler ist geblieben, Sensoren habe ich auch noch geändert auf Weitwinkelscanner. Das scannt das einfach besser, wenn da auch einer an einem vorbeifliegt und dann funktioniert der Scanner trotzdem noch und da kann man dann eben auch schön, wenn man andere Schiffe scannt, überall. Ich scanne ja ständig die Schiffe, um eben Daten zu sammeln, weil kriegt man ja immer Daten raus von denen dann. Nicht immer, aber oft. Und dann fliegen sie an einem vorbei und dann werden sie nicht zu Ende gescannt und mit dem Weitwinkel, dann werden die länger gescannt, auch wenn sie an einem vorbeifliegen. Deswegen, das bringt eigentlich am meisten beim Scannen. Ja, ansonsten, hier habe ich jetzt zwei Modulverstärkungen. Die kleinsten da,
in 2 und 1, weil die reichen, die bringen ja vor allem Schutz gegen Schaden 60% und da ist es egal, wie groß die sind. Da brauche ich keinen großen einbauen. Da geht es ja um den Schadensschutz, den Modulschutz. Die Intaktheit haben die dann geringe, die ist dann wenige, aber die bringe ich ja hier mit. Also wenn ich jetzt hier statt einer kleinen Modulverstärkung eine große hier einbauen würde und würde eine große Rumpfhüllenerweiterung rauswerfen, dann würde ich mich schlechter stellen, weil da ist die Verstärkung 351 und von so einem Modulverstärker kriege ich dann eine geringere Verstärkung. Deswegen die kleinen da unten, das ist schon in Ordnung so. Ja, also so sieht das Schiffchen jetzt aus. Hier ist es nochmal im Schiffsplaner. Der hat jetzt die neuen Waffen noch nicht. Ja, der hat die noch nicht in seiner Liste drin. Diese verbesserten Waffen. Deswegen, wie gesagt, das sind also hier jetzt die 3D-Turm-Multicannons und die 2E-Turm-Multicannons. Da steht dann eben davor, habt ihr ja gerade gesehen, verbessertes Multi-Tralala-Geschütz. Und dann eben die leichten Sensoren, die Wide-Angle-Sensoren. Und der leichte Life Support, den habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Also ich bin jetzt einfach wieder weggeflogen, weil ich hatte jetzt genug gesammelt und genug abgeschossen. Und habe gesagt, jetzt ist mal Schluss, jetzt mache ich mal Schluss. Es reicht jetzt mal. Die Hülle und das Schild ist praktisch überhaupt nicht großartig angekratzt worden. Und dann kamen auch, wenn was war, auch gleich diese Drohnen wieder von der Station, sind die wohl, die dann rumfliegen und haben dann mich repariert oder gesäubert. Das hat diesmal jetzt auch sehr gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viele Scouts ich jetzt abgeschossen habe, aber es ja, könnten bestimmt 20 oder so gewesen sein, mindestens mal. Vielleicht sogar noch mehr. Deswegen kann ich nur empfehlen, dieses Schiffchen jetzt so, vor allem eben aber mit den neuen Multicannons, die verbesserten jetzt, die es jetzt seit 1, 2 Tagen gibt. Und jetzt gibt's Gameplay und Einkauf von den Sachen. Und das Schiff live in Action mit den neuen Waffen. So, da landen wir mal ohne Landecomputer auf einem dieser Rescue-Megaschiffe. Diese großen Fracht-Megaschiffe, wo es da diese ganzen Waffen und die ganzen Anti-Xeno-Sachen gibt. Ich bin da gerade mit meinem Challenger unterwegs und der hat ja jetzt eben auch keinen Landecomputer mehr drin. Dafür habe ich ja noch dieses letzte kleine Module Reinforcement Package da drin. Diesen Modulschutz. Und in die Ausstattung. Und das sind sie. Da unter experimentell verbesserte AX Mehrfachgeschütze. Das sind die neuen. Mit verbesserte. Nicht gerade billig. Da 2,1 Millionen. Und 4,4 Millionen. Ja, die werden jetzt gekauft. Gekauft und ausgerüstet. Jawohl. Jetzt können wir. Da werden wir die gleich testen im Kampfgebiet.
und im Anflug auf die Kampfzone. Diesmal hat mich im Super Cruise oder im Hyperraum keine aus dem Sprung rausgeholt. Konnte ich mal ungestört da reinfliegen. Da gibt's irgendwelche netten Sachen zum Aufsammeln. Gleich mal zuschlagen. In den Kampfzonen gibt es immer irgendwie Probleme mit der Sprachausgabe von den Computerstimmen da. So. Irgendwie verzerrt das oft. Das sind die Scouts, wenn man die zerschießt, dann droppen die da so Materialien. Ich sammle die jetzt mal schön auf. Möglichkeit. Die kann man bestimmt gebrauchen für irgendwelche Ingenieurgeschichten später wieder, könnte ich mir vorstellen. Da haben die von Frontier wohl noch was vor. Kann man sich vielleicht wieder neue Waffen oder neue Schiffe oder irgendwie neue Module zusammenbasteln. Reinbasteln ins Schiff mit dem Zeug. Deswegen wird das gleich erstmal gesammelt. Und dann schauen wir mal, was hier jetzt an Feinden so rumschwirrt. Das ist der Laser. Ja, schwupps. Das war ja cool. Das ging ja ratzfatz. Schubantriebelemente. Wieder was Neues. Müssen wir sofort mitnehmen. Neues Material. Das ist der Kühlungslaser und die kleinen weißen Strichchen, die man da sieht, das sind diese Turm. Das sind diese neuen Turmgeschichten. Turmwaffen. Ich kann hier eigentlich cool rumfliegen und kann die Frachtlube gleich offen lassen zum Einsammeln. Das geht auch gut mit dem Challenger, weil der so schön super reagiert, so schön beweglich ist. Bin hier wieder im Open unterwegs. Das sieht man hier, da ist nur ein anderer Mitspieler mit hier dabei. Mit dem offenen Dreieck. Auf dem Radar. Ups, das ist verschwunden. So, da ist der nächste. Da war ich zu spät dran.
Das ging wieder schnell. Schaut mal auf meinen Energieverteiler da unten rechts, wie ich den eingestellt habe. Das ist eigentlich eine recht gute, coole Einstellung. Das klappt eigentlich die ganze Zeit ganz gut. Diese neuen Türme, die habe ich jetzt in den Feuergruppen auch die Taste 1 zugewiesen. Und in der Schiffseinstellung auf nur Zielen eingestellt. Dass ich da die ganze Zeit dann auf Feuerknopf drücke, das stört die nicht. Die werden damit eben angetriggert aufs Ziel, aber dann schießen die selbstständig weiter und ich kann trotzdem weiter mit dem Laser, der auch auf der 1 liegt, auch auf der Feuertaste liegt, kann ich schön weiter mit dem Laser immer noch schießen. Das funktioniert also auch ganz gut. Und auf der zweiten Joystick-Feuertaste habe ich ja dann die Raketenwerfer, aber die habe ich jetzt noch mal überhaupt nicht gebraucht. Im Gegensatz zu den vorherigen Videos ist das Schild und die Hülle auch noch alles top. Und ich habe noch eine funktionierende Kanzel, wo ich immer noch die Luft habe. Da kommen die Drohnen. Schiff sauber gemacht von den Drohnen. Kaustischer Schaden beseitigt. Schön. Muss ich nicht überhitzen. Durch diese Wolke glaube ich nicht durchfliegen. Das ist wahrscheinlich gleich wieder so kaustisches Zeug. Jetzt sind schon zwei Mitspieler da. Da gibt es jede Menge Zeug zu sammeln. Ja, so geht das jetzt munter weiter hier.
Seite. Ratzfatz geht da das die Hülle runter von dem jetzt mit diesen Waffen. Sauber. Jetzt habe ich gut eine Dreiviertelstunde gekämpft. Da schneide ich aber viel raus. Sonst wird das Video viel zu lang. Da habe ich jetzt jede Menge Zeug eingesammelt und jede Menge Scouts abgeschossen. Und jetzt werde ich da erstmal landen. Ohne Landecomputer. Wieder mal. Der ist ja auch nicht mehr drin im Schiff. Muss man halt mal finden, wo man hier landen kann. Landeplatz 3. Ja, wo ist er denn? Ja, da drüben. Ja, jetzt wird da erstmal landen und die Waffen nachfüllen. Da ist nicht mehr allzu viel an Munition drin. Sieht, Hülle 91%, Schild 100%, sieht sehr gut aus. Schießt noch eine auf mich. Man sollte natürlich das Fahrwerk ausfahren. Ich bin da so gebrieft auf diesen automatischen. Na, der Ton, der macht hier ziemlich schlapp. Jetzt werde ich erstmal eine Pause einlegen. Lang genug gekämpft. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute und bis zum nächsten Video.